Mein Name ist Matthias Müller-Minak. Ich bin seit anderthalb Jahren hier bei der GridLab als technischer Leiter angestellt von einem kleinen Institut, klein aber fein, direkt am Campus der Universität Cottbus gelegen und auch ein anderes Institut der Universität Cottbus, der BTU. Größtes Geschäftsfeld ist das Thema Trainieren von Dispatchern. Das sind die Ingenieure auf den Leitfaden der Stromnetzbetreiber, die dafür sorgen, dass bei uns das Licht nicht ausgeht, die Leitungen ein- und ausschalten und aufpassen, dass alles schön am Laufen bleibt. Und das zweite Thema ist, dass wir gerade auch die Stromversorger hier beratend mit unseren Studien begleiten. Berlin ist sehr etabliert an der Stelle, insbesondere die TU Berlin. Ich hatte mir das auch angeschaut und hatte mir aber auch Cottbus auch angeschaut und habe dann eben relativ schnell gesehen, dass wir dort in Cottbus, dass da wirklich was auch am Entwickeln ist. Dass es nicht ein sehr, sehr klassischer Old-Fashioned, wie man so heute neudeutsch sagt, Standort ist, sondern dass tatsächlich sehr viel investiert wurde, dass dort eine Menge aufgebaut wurde, gerade für das Thema elektrische Energietechnik. Man schaue sich nur die Hochspannungshalle an und andere Labore, die es dort gibt, was man so in der Art woanders nicht so sehen konnte. Und vor allem auch das Betreuungsverhältnis hat mich auch imponiert, dass man tatsächlich auch mal am Nachmittag klopfen kann bei seinem Professor und mal fragen kann, ob man dort mal was klären darf, und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Und vor allem habe ich auch in den Vorlesungen immer einen Sitzplatz bekommen. Ich habe also nie draußen auf dem Flur gesessen, und das waren alles Punkte, die sich am Ende doch ausgezahlt haben, auch für mich, dass ich ein schnelles Studium schnell durchfahren konnte. Ich konnte meine Prüfung immer gleich mitmachen. Ich brauchte also nicht zu warten, weil einfach zu wenig Plätze da waren, eine Prüfung erst später durchzuführen, um dann eigentlich auch eine Verschiebung im ganzen Studienablauf zu bekommen, sondern ich war nach knapp 4,5 Jahren war ich komplett fertig mit allem drum und dran. Ja, das also war der große Vorteil, hat sich ausgezahlt.